Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Sophia die Erste. Sophia und Krüste haben Beschützerinnendienst beim diesjährigen Basilia-Fest. Doch dann erhalten sie einen dringenden Hilferuf. Krüste, wegen Elfalfa. Es geht nicht um die Pakete, sondern um seine Tochter. Sie wollten noch ein Geschenk zur Insel des immerwährenden Frosts bringen. Und dort gab es einen schrecklichen Sturm. Nichts wie Hit. Beeilen wir uns! Sophia, ich kann Elphabetti nicht finden. Ich dachte, sie hätte sich vielleicht unter dieser Decke versteckt, aber ganz plötzlich war sie verschwunden. Wann hast du sie noch gesehen? Als wir den Arktikondoren das Geschenk vorbeigebracht haben. Während ich bei ihnen in der Höhle war, muss sie aus dem Schlitten geklettert sein. Ich kenne sie und weiß, wo ihre Höhle ist. Ich ebenfalls, aber in diesem Sturm kann ich überhaupt nichts erkennen. Was sollen wir tun? Das, was man als Beschützer immer tut. Ein wenig Licht in die Sache bringen. Ja, das ist ein wenig Licht, ganz richtig. Aber vielleicht hätten die Damen gern etwas mehr davon. Bleib hinter uns, wir sind fast da. Na gut, wenn du meinst. Elphabetti! Elphabetti! Ah, Stormy, weißt du, wo Elphabetti ist? Wir können sie da draußen nirgendwo finden. Tut mir leid, wir haben sie nicht gesehen, seit du fort bist. Oh, wo kann sie denn sein? Keine Sorge, es geht dir sicher gut. Mein Freund, wir suchen die ganze Insel ab, wenn wir es müssen. Beeilt euch, wir müssen sie finden. Ich fange da vorne im Wald an. Warte noch, ich glaube, da gibt es eine Vasilia-Überraschung. Süßigkeiten! Elphabetti! Ach, du liebes Bisschen! Ach, du freches Mädchen! Bist du etwa da reingeklettert, weil dein Papa keine Süßigkeiten für dich hatte? Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Bauchweh. Bring sie nach Hause. Wir verteilen die letzten Geschenke. Schon in Ordnung. Die sind sowieso für sie. Aber wie kann ich euch beiden denn nur danken? Ah, ich weiß schon. Im nächsten Jahr bekommt ihr auf jeden Fall ein schönes Geschenk von mir. Ich kann's nicht erwarten. Auf Wiedersehen und ho ho! Ein fröhliches Basilia für euch alle! Sophia und Krüste haben Elphalfa ein tolles Basilia-Fest beschert, denn sie haben ihm ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Bleibt dran für weitere kleine Geschichten und seht mehr von Sophia die Erste auf Disney Junior. Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblingssendungen.